Der tragische Unfall passiert in einer Baustelle. Dort, wo die Fahrspuren enger werden, stoßen heute Morgen auf der A1 bei Bad Oldesloe zwei Autos zusammen. Beim Spurwechsel verliert einer der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kracht seitlich in eine Leitplanke. Doch weil diese nur provisorisch in der Baustelle angebracht ist, wird sie dem Fahrer zum Verhängnis. Durch das Fenster auf der Fahrerseite bohrte sich die Leitplanke. Der Autofahrer hatte keine Chance. Der Mann konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Heute früh im dichten Berufsverkehr ereignete sich der Unfall auf der A1 bei Bad Oldesloe. In einer Baustelle stießen zwei Autos zusammen. Während der Baustellenphase ist ein Fahrzeug vom linken auf den rechten gewechselt. Dann wollte er einem Auffahrenden Platz machen, hat dann wahrscheinlich den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw übersehen und ist von dem aufgrund der Kollision in diese Leitplanke gedrückt worden. Genau dort im Baustellenbereich, wo der silbergraue Kleinwagen mit einem Kombi zusammenstieß, ist die Leitplanke unterbrochen. Die Enden ragen ungeschützt heraus. Eine Augenzeugin berichtet. Ich habe gesehen, dass der graue Wagen eben rübergefahren ist, mit dem anderen gleich zusammengestoßen ist und gegen die Leitplanke gefahren ist. Und dann hat er sich überschlagen. Das herausragende Stück der Leitplanke spießte das Auto regelrecht auf. Die Autobahn Richtung Lübeck war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.